Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. So, ich bin gerade unterwegs hier draußen, schön in der Natur, im Wald und mache einen schönen morgendlichen Spaziergang. Ihr seht's, bin relativ sportlich angezogen, mit guter Funktionskleidung, gerade für diese Witterung jetzt draußen perfekt. Und nebenbei mache ich jetzt hier für euch einen kleinen Bericht wieder, und zwar einen kleinen Testbericht quasi, ein bisschen meine Informationen weitergeben, und zwar zu einem bestimmten Produkt, der wo ich sehr, sehr viele Anfragen gekriegt habe mittlerweile. Und zwar, hier seht ihr es, es geht hier um das Tarp von Decathlon. Das ist cooles Tarp, muss ich gleich mal vorweg sagen, und vor allem, was sehr, sehr interessant ist, ist der Preis von 39,99 Euro. Das ist sehr, sehr gut. Was das Tarp ist wirklich auch kann und was ich dazu sage, ich nutze es auch schon ungefähr dreiviertel Jahr, glaube ich, circa, und habe es sehr oft heraus aufgebaut, kann ein bisschen was sagen dazu, und weil ich eben so viele Anfragen gekriegt habe wegen diesem Tarp, weil das Tarnmuster ziemlich cool ist und auch die Maße und so, möchte ich ein bisschen was dazu sagen, und das schauen wir uns jetzt kurz an. 40 Euro für den Tarp. Kann das sowas vernünftig sein? Das schauen wir uns jetzt damit kurz an. Ein paar kurze Eckdaten, bevor das jetzt da ein bisschen Aufbau und Spann. Das Ganze hat ein Maß von 2,97 auf 2,85 und ein Gewicht von 815 Gramm. Das sagt schon mal sehr viel. Was mir da extrem gut gefällt, sind die 21 Fixierpunkte. Das ist wirklich super. Gerade für Anfänger finde ich das perfekt, weil man nicht so viel Geld ausgibt. Man hat einigermaßen was Vernünftiges und man hat 21 Fixierpunkte. Sprich, man kann das Ganze jetzt wirklich durchprobieren. Man kann sich durchtesten, man kann spannen, wie man mag, aufbauen, wie man mag. Das ist auch sehr wichtig, wenn man in diesem Bereich einsteigen mag, dass man ein multifunktionales Tarp hat. Und da sind wir auf jeden Fall schon mal mit diesen Fixierpunkten sehr gut dabei. So, ich nehme es jetzt einmal raus aus diesem Packsack hier. Da kann ich jetzt gleich einmal sagen, dieser Packsack hier. Dieser Packsack hier sagt mir schon mal gar nichts zu. Also den finde ich eigentlich totale Fehlkonstruktion. Da gehört auf jeden Fall irgendwas hin, wo man das Ganze komprimieren kann. Sprich ein Sack, wo man es einsteckt. Und man kann zumindest oben hier mit einer Schlaufe das Ganze zuziehen. Weil so ist es immer offen und man hat nicht richtig was, so ein richtiger Sack, wo man es richtig komprimieren kann oder so. Das finde ich ein bisschen schade, aber das ist natürlich eine preisliche Sache. Ansonsten ist der Packsack nicht schlecht. Er schaut aus, als wenn er was aushalten würde. Bis jetzt ist noch nichts kaputt gegangen. Und hier ist jetzt einmal das Tarp. Ich meine, bei mir ist es so, dass ich dann öfter mal im Packsack, also bei den meisten Sachen selber nehmen von irgendwelchen anderen Gegenständen und gibt es in einen Packsack ein, weil ich roll meine Tarps nicht. In dem Fall habe ich es jetzt machen müssen, weil ich es ja euch halt zeigen mag. Aber ansonsten nehme ich einen Packsack und stopfe das Tarp einfach ein. Fertig, ich mache es seit vielen, vielen Jahren, also wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Und es ist ja nichts kaputt gegangen. Weil viele sagen immer, ja, das ist jetzt nicht gut, wenn man es einstopft. Ist ein Schmarrn, also bei mir funktioniert es. Einwandfrei, das wird sauber getrocknet und dann einfach eingestopft, fertig. Und jetzt schauen wir uns das hier einmal genauer an. Ich lege es jetzt einmal auf den Boden. Ja, ihr seht es, es liegt am Boden. Das Ganze ist ganz schön groß. Also die Maße 2,97 auf 2,85 ist echt perfekt. Ich rate immer dafür, ein Tarp zum Kaufen 3 auf 3 Meter. Da ist man eigentlich sehr gut bedient und man kann multifunktional draußen arbeiten. Dann fangen wir mal an. Also auf der Rückseite ist das Ganze schwarz. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das macht das Ganze ein bisschen, ja, angenehmer, wenn man draußen sitzt, gerade wenn man das Tarp spannt und es innen schon dunkel, das ist richtig cool. Also das gefällt mir ganz gut. Man hätte das Tarpmuster innen übernehmen können, wäre noch besser, aber in schwarz gefällt mir persönlich sehr gut. Das, was ich absolut mega geil finde, sind diese Fixierpunkte hier. Davon hat man 21 Stück. Also man sieht auf jeder Seite 1, 2, 3,
4, 5. Da geht es weiter, drüben. Also wirklich sehr geil. Wo es noch mega geil ist, sind diese Fixierpunkte hier. Und zwar 1 in der Mitte, 2, 3, 4, 5. Das finde ich mega geil. Wie gesagt, gerade für Anfänger oder auch Leute, die wo irgendwo ja, Backpacking, Tracking unterwegs sind. Man weiß nie, wie die Gegebenheiten sind da draußen. Und da braucht man viele Fixierpunkte. Und ich habe sehr viele Tabs daheim. Und das wird eigentlich bei 80% von den Tabs voll vernachlässigt. Eigentlich sehr schade. Aber gefällt mir da sehr, sehr gut. Von dem her hat es einen richtig guten Pluspunkt bei mir. Ich baue das Tab jetzt kurz einmal auf. Da ist jetzt ein weiterer Pluspunkt, wo mir sehr gut gefällt. Das sind diese Schlaufen hier. Ihr seht, die sind sehr groß gehalten. Ich habe Tabs da haben, die waren wirklich super. Aber die haben ja so kleine Schlaufen, dass man wirklich bloß sicherne Zeltheringe durchschieben kann. Und gerade im Bereich Bushcraft ist es ja oft so, dass man sich ja, Zeltheringe selber macht. Und man fängt an, mindestens mit so einer dicken hier draußen zum Arbeiten. Und das ist bei dem Tab wirklich gut, weil man durch die Schlaufen schon durchkommt. Das finde ich sehr gut. An sich sind die Schlaufen hier auch schön vernäht, wie man sagt. Sie sind an der Außenseite doppelt genäht, in der Innenseite einfach. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch, weil der Lastenpunkt ist auf der Außenseite hier. Und das ist ganz gut. Die Schlaufen ist ein Nylonmaterial, das ist auch ganz gut. Das hält wirklich sehr lang Stand. Und mir ist noch gar nichts ausgerissen, habe es ja wirklich schon ganz schön gespannt. Man kann es natürlich jetzt nicht vergleichen mit dem British Army Shelter Sheet, wo man dann wirklich extrem spannen kann. Das sollte man hier wirklich nicht machen, weil ich bin überzeugt, dann reißt er definitiv aus, wenn man es übertreibt. Aber es hält wirklich verdammt viel Stand. Bevor das jetzt aber noch ganz kurz spannen, Rückseiten anschau ganz kurz, da habe ich noch was zum Song. Rückseiten schwarz, glänzend, fällt voll auf hier draußen. Aber wer sie wirklich tarnen mag, wird mit einem Tab sowieso nicht weit kommen, meine Augen. Der muss da schon mit Tarnnetzen arbeiten. Nicht umsonst arbeiten alle Einheiten mit Tarnnetzen, nicht mit Tabs. Man kann einen Tab nehmen zum Grund und drüber ein Tarnnetz ist dann ganz was anderes. Aber jetzt gehen wir mal auf die Seiten rüber. Ich zeige euch das jetzt einmal, was jetzt ich noch sagen möchte. Genau, das Tab ist nämlich in der Mitte hier genäht. Das finde ich nicht gut. Das finde ich kontraproduktiv, wenn ein Tab nicht aus einem Stück besteht, sondern zusammengenäht ist. Und es ist hier, ich hoffe, ihr seht es jetzt schon, so ein Band drüber gezogen. So ein Kunststoffklebeband. Da kann ich gleich sagen, es löst sich ganz leicht hier. Und da habe ich Erfahrungen gemacht, schon von allen Artikeln, dass so ist, dass diese getapten Bänder, also die getapten Nähte hier, gerade bei Regenjacken und so, egal ob die 300, 400 Euro kosten, die sind bei mir noch ein paar Jahre runtergegangen. Gerade wenn man es einmal wirklich wäscht oder so, okay, das sollte man sowieso nicht in die Waschmaschine geben, aber da muss man wirklich vorsichtig sein. Und da bin ich überzeugt, dass das in spätestens 3 Jahren oder spätestens diese Naht komplett runtergeht. Da kann man sich aber selber helfen, man kauft sich Silikon, man schmiert das mit Silikon auf, mit einem flexiblen Silikon und dann ist auch kein Problem. Aber diese ja, Nähte, dass das zusammennäht ist, das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Verstehe nicht ganz, warum man es nicht an ein Stück nimmt, wird weitaus besser, aber die werden sich schon was überlegt haben, warum das so ist. Ich finde es nicht gut, das ist der Minuspunkt, weil hier genau ja, die Wassersäule noch gibt. Ich glaube, das ist eine Wassersäule von 1500, das ist ausreichend. Ich war im Regen schon ein paar Mal draußen, dann hat es wirklich echt standgehalten, da war kein Problem, auch bei dieser Naht nicht. Aber wenn es älter wird, geht es da definitiv nass durch, was ich auch schon gehabt habe, bei einem British Army Shelter Sheet, da ist diese Naht auch diese Teile innen verklebt mit einem flexiblen Silikon, aber das habe ich dann nachgearbeitet und da fehlt überhaupt nichts mehr.
Ja, ich habe es jetzt einmal ein bisschen gespannt hier. Ich schaue sie nirgends drüber, vorher über die Schnur. Und über das Paracord. Und man sieht, steigen wir drauf. Das passt sich eigentlich wirklich sehr gut an hier. Also muss man echt sagen, vom Tarnmuster her, mit diesen Fichten hier, die auch so hell sind, passt das relativ gut dazu. Wie gesagt, man braucht sich keine Wunder erhoffen, dass man dann verschmilzt mit der Natur und dann ist man nur zum Sehen. Das ist hier nicht der Fall. Es ist auch glänzend wie die meisten Tabs. Und ja, was kann ich erst sagen? Ihr seht hier die Fixierpunkte. Da ist noch mal einer. Hier. Hier. Also da hat man wirklich ausreichend Möglichkeiten, das Ganze zum Probieren, zum Erlernen vom Ganzen. Das muss ich wirklich sehr, sehr, sehr positiv werten. Und auch die Größe. Wenn man jetzt da mal einer geht, das ist schon echt riesig hier. Das sage ich immer, 3 auf 3 Meter sollte das Ganze wirklich hier sein. Dann ist man sehr gut geschützt. Man kann es auch hernehmen, dann für eine Hängematte zum drunterlegen. Das ist wirklich bei 3 auf 3 Meter kein Problem. Das hat knapp 3 auf 3 Meter. Ja, passt. Und hier sieht man nochmal diese, ja, diese Tapes hier. Also das gefällt mir gar nicht. Man sieht ja schon, dass die schon hier sich leicht lösend, seht ihr das? Und schon scheint die Sonne durch, muss ich leben. Also das gefällt mir gar nicht gut. Aber für 40 Euro kann man jetzt nicht so viel erwarten. Man sieht jetzt echt hier, das ist mir noch nicht passiert, dass hier die schwarze Schicht runtergeht. Dadurch. Okay, das ist jetzt nicht schlimm, man klebt es wieder fest, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist ja schade eigentlich, dass das so eine Beschichtung drauf hat. Das wird sich mit der Zeit lösen. Das ist ein riesen Negativ-Kritikpunkt von mir. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit vom Ganzen, wo sich jetzt der Weitler davon hält. Also, ich habe schon viele Punkte angesprochen. Wer genauere Produkte hat, mag schaut bei Decathlon nach. Für mich ist das komplett kostenlos. Ich habe das nicht gesteigert, die haben wir selber gekauft. Auch wenn ich es gesteigert hätte, dann hätte ich das genau jetzt auch so angesprochen. Diese Punkte zum Material. Es fühlt sich anders, da wie andere nicht habe es. Ist ein anderes Material. Das ist Poly. Jetzt schauen wir mal kurz nach, weil ich habe es nicht mehr gekannt. Ich habe es nämlich auf dem Handy drauf. Poly für welche Leute, die es interessiert. Und zwar haben wir hier das Material, jetzt muss ich es kurz suchen, find's nicht. Man hat übrigens 2 Jahre Garantie drauf, das ist schon mal sehr gut, weil dann kann man es jetzt in dem Fall vielleicht sogar umtauschen. Aber dann wird man mit Umtauschen fertig, weil in 3 Monaten ist wieder soweit. Also das Hauptmaterial hat 100% Polyurethan und die Gurtbänder, wo ich gesagt habe, die haben 100% Polyester. Genau, ja, Fazit, 40 Euro. Ist jetzt für Leute, die es nicht so oft hernehmen, die anfangen zum Bushcraften, eine Möglichkeit. Ich würde es nicht empfehlen, wenn diese Abspannpunkte nicht wären. Die 21 Standard, die sagen, lasst die Finger davon, weil für 40 Euro ist es wahrscheinlich in 2 Jahren, schmeißt es weg oder macht es irgendwas damit. Aber durch die 21 Punkte, wo man fixieren kann hier, kann man sehr, sehr viel probieren. Und man hat 2 Jahre lang wahrscheinlich einigermaßen seine Freude dran und dann wird es kaputt sein. Also von dem her ist bedingt zum Empfehlen das Ganze, in meinen Augen. Ich habe natürlich auch sehr hochwertige Tabs daheim und die haben natürlich auch preislich in einer ganz anderen Liga. Aber da kann ich sagen, wer jetzt ein bisschen mehr ausgibt, er gibt 80 Euro aus, das Doppelte, der kauft sie von DD Hammock das Tab. Das hat also für Abspannpunkte oder AquaQuest und hat länger Erfreuung. Aber für hin und wieder und für Einsteiger ist optimal und für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben werden. Genau, das war es eigentlich dann schon wieder. Ich werde demnächst gleich wieder neue Artikel vorstellen. Es gibt sehr, sehr viele Artikel zum Vorstellen und so in etwa wird das ablaufen. Einmal hier, einmal da. Wie es mich gefreut gerade, wo ich gerade unterwegs bin, nehme ich einen Artikel mit und kann mir das ein bisschen vorstellen. Okay, dann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!